Herzlich willkommen bei das Silber. Achso, ich bin hier, ne? Also da, so, da, hier. Also, ne, der steht das ein bisschen im Weg. Wir machen heute Unboxing Traxxas X-Max. Wie ihr seht, hallo, das Ding ist riesig groß. Deswegen ist das normale Unboxing, so wie ich es sonst ja mache, hier ein bisschen schwieriger heute. Deshalb habe ich schon mal. Hallo! Vorher habe ich es ausgepackt. Karton mal hinweg. So, moin! Ja, hier ist er jetzt endlich, nach knapp drei Ewigkeiten gefühlt. Traxxas X-Max. Und jetzt mal einmal ganz kurz zur Story. Das ist nicht mein Auto. Und zwar, jemand hat den mir zukommen lassen für genau dieses eine Video. Ich sollte mal ein Unboxing machen. Da machen wir bei. Dazu vielen, vielen Dank an den Jörg. Und das ist sogar jemand, den ihr alle kennt. Nämlich, das ist der, der bei meinem damals 2000 Abo Special den 30 Euro Spielzeug-Appengutschein gewonnen hat. So schließt sich der Kreis. Lieber Jörg, ich danke dir für diese wahnsinnig geile Möglichkeit, dieses geile Auto mal zu testen, beziehungsweise mir genauer anzugucken. Wäre sonst wahrscheinlich nicht in den Genuss gekommen. Tja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir packen aus. ja, näher rankommen. Ich glaube, ihr seht das auch so alles. Wahnsinnig groß das Teil. Mal einmal ganz kurz. Hier liegt noch allerlei Zeugs dabei. Und das sind andere Kästen für die Akkuhalter, für die Akkuplätze. Ein Radschlüssel, ganz viele Imbusschrauben und was man sonst noch so braucht. Anleitung, ein paar Aufkleber sehe ich da auch noch drin. Standard halt. Funke ist auch dabei. Ist die ganz normale Standard Traxxas Funke. Die packe ich hier nicht aus, weil ich das auch alles wieder verpacken muss. Ja. Der Schließmechanismus, den finde ich schon ziemlich geil. Denn da ist ein Hebel, der wird in dem Fall zu euch geklappt. Dann klappt ihr diesen ganzen Schnappverschluss hoch. Könnt ihn hochnehmen, zieht ihn nach hinten und habt die Karo komplett in der Hand. Und das ist schon echt fett. Aber wir machen erst nochmal den standardmäßigen das Silber-Vergleich hier. Karo hakt den ein. In der Dämpferbrücke vorne und auch hinten. Das Silber-Vergleichskargo. Das ist so Standard-Slash. Sieht man schon relativ gut, wie groß oder wie klein der Slash, respektive meinetwegen auch der Senden ist. Von der Seite wird es nochmal deutlicher. Und hier einmal von oben. Ja. Also von der Breite her tut sich das jetzt nicht so viel vom, zum normalen Shortcourse, aber die Räder kommen halt nochmal dazu und die Räder sind echt abartig groß. Fühlen sich auch richtig schön griffig an. Das hat ein bisschen was von den Lois-Rädern, finde ich, oder auch von Proline. Hier haben sie sich was einfallen lassen. Karo mal wieder an die Seite. Puh, ja. Karo Teil 2 an die Seite. Und jetzt sehen wir das ganze Prachtstück in seiner kompletten. Wie ihr seht, habe ich da noch nicht reingeguckt vorher. In seiner kompletten Größe. Dafür hole ich euch doch mal ein bisschen näher ran, weil ich möchte doch so ein paar Sachen mal zeigen, die ich eigentlich. Ja, die ein bisschen speziell gelöst sind. Ob das gut oder schlecht ist, werde ich hier in diesem Video nicht beurteilen. Es ist kein Review. Und wir machen nur Reviews von Autos, die wir auch getestet haben hier. Komm mal ran hier. Jetzt sieht man das schon viel besser. Ja, wir haben einmal hier die Schnappverschlüsse für die Akkus. Zieht die einfach raus. Und dann kann man die Akkus hier reinlegen. Das ist alles mit Schaumstoff ausgefüllt. Das finde ich echt geil. Das hat bisher auch noch keiner so mit Schnappverschlüssen gemacht. Blödes Wort. Hier ist nochmal einer drauf. Das ist schon nett gemacht. Begrenzt allerdings auch so ein bisschen natürlich wieder die Höhe. Ne? Also ein 10.000 mAh Akku kriegt ihr hier nicht rein. Die werden hochkant gemacht. Muss man halt mal sehen, was man daraus macht. Ne?
Grundsätzlich gab es ja eine große Lieferverzögerung zu dem Auto. Und das hatte einen ganz speziellen Grund. Ich zeige euch das mal. Ich nehme euch mal wieder runter. Das klappt ja eigentlich ganz gut mit uns hier. Ihr seht, dass dieser Connector hier, da ist er sogar schon leicht beschädigt. Ich denke, das soll so sein. Dass dieser Connector hier, der obere, dass der dünner ist als die anderen Kabel. Das ist quasi eine Sicherung, damit der Regler nicht durchbrennt, weil Traxxas war hier jetzt nicht ganz so clever. Die haben eine 1 zu 8er Kombo und eine 1 zu 5er gepackt und das ist definitiv kein 1 zu 8er. Das ist auch kein 1 zu 6er. Das ist ein, ja, doch, 1 zu 6 würde ich gelten lassen. Ja, aber das ist schon echt enorm groß, das Ding. Und ja, hier haben wir Hot Motor. Wir haben den Kühlkörper drauf. Den braucht er wahrscheinlich auch, denn das Auto ist nun mal sehr, sehr groß. Und dadurch wird der Motor wahrscheinlich relativ schön warm werden. Hier hinten haben wir noch Kabelbinder drum. Nicht, dass ihr euch da wundert. Die lasse ich da drum. Einfach deshalb, weil ich das dann wieder besser verpacken kann. Ja, ich bin echt ein bisschen fasziniert von der Größe. Wir haben hier extrem, hier mal wieder meinen Finger als Vergleich, extrem dicke Dämpfer, die erinnern sehr, sehr stark an den Losi. Und extrem, was heißt extrem? Sehr, sehr starke vordere und auch hintere Dämpferbrücke. Hier kommt, hier hakt die Karo quasi so rein. Und hinten legt man sie, das ist ein bisschen schwierig jetzt, legt man sie auf und dann greift die Karo so hinten rein und dann hält das auch. Hält das auch. Ja. Wir haben das VXL 6S-Set. Mein Gott, ey. Und leider diese Adapter, die ich nicht so schön finde, mit dem Traxxas Plug, dem neuen Traxxas Plug, der auch den Balancer integriert hat, nicht so ganz meine Welt. Ebenfalls nicht ganz so schick. Wir haben keine Spurstangen, die einstellbar sind. Spur und Sturz sind ebenfalls nicht einstellbar oder kaum einstellbar. Ich glaube eher gar nicht. Tja. Sehr schade eigentlich, dass man da nur auf diese popeligen Plastikwellen setzt. Das sieht zwar alles sehr stabil aus. Wie stabil das wirklich ist, das müssen dann nachher andere bewerten. Aber es wäre halt, finde ich, schön, wenn man das einstellen könnte. Ja, die C-Hubs sehe ich gerade, sind markiert. Da sieht man das. Da sieht man Ride. Ja, und die sind markiert. Hinten ist genau das gleiche. Die sind scheinbar nicht kompatibel. Zoom mal wieder ein bisschen weg. Und tja, wir haben Stahlantriebswellen. Das ist ein, was heißt ein Novum bei Traxxas? Die gibt es sonst eigentlich nur beim XO1, glaube ich. Es gab noch einen, der hat das auch. Ich komme jetzt aber gerade nicht drauf. Die sind auch konventionell gemacht, nämlich mit einem Diff-Ausgang. Hier mal schaut. Wo ist es da? Ja, das sind ganz normale 1 zu 8er Diffs, die man da sieht. Vielleicht ein bisschen größer dimensioniert, okay. Aber normalerweise werden ja die Cups draufgeschraubt bei Traxxas. Das ist hier genau andersrum. So wie halt bei jedem anderen auch. Hinten haben wir sogar CVDs. Das finde ich sehr, sehr schön. Die ihr da so blau schimmernd seht. Da. Da sieht man das. Das sind CVDs, vorne wie hinten. Das haben sie sehr schön gelöst. Das ganze Ding wirkt relativ stabil. Relativ dickes, aber komplett aus Kunststoff. Wie das hält und ob das hält, wird man wohl erst nach ein paar Wochen, Monaten sehen, wenn die ersten echten Cracks. Ich glaube, das Ding hier ist aus Metall. Das sieht zumindest so aus. Ja, das ist Metall. Tja. Reifen monströs groß. 17 mm Mitnehmer. Zumindest die Radmutter sieht so aus. Brachial. Brachial. Ich wollte noch einmal von unten zeigen, dafür kommt er noch mal wieder aufs Stativ. So, da sieht man ihn von unten.
geschlossene Chassiswanne sieht ein bisschen aus wie bei wie bei den anderen Traxxas-Modellen. Darunter verbirgt sich ein komplett gekapselter und auch komplett aus Metall befindlicher Akkuschacht. Ach Quatsch, Akkuschacht. Komplett metallerne Antriebsstrang. Das ist ja bei Traxxas jetzt auch noch nicht so häufig so, dass das so ist. Die Querlenker sehen richtig schön dick aus. Mein Finger soll euch mal wieder als Vergleich dienen. Das kann man durchaus so stehen lassen. Ob das auch alles so hält, das ist eine ganz andere Sache. Ne? Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr großzügig dimensioniert. Da gibt es jetzt nicht großartig was zu meckern. Wir haben komplett Imbusschrauben. Ich zeige jetzt stellvertretend mal diese eine dazu. Tja. Wir haben zwei verschiedene Sorten von Plastik. Man sieht hier einmal dieses, da sieht man die Gießung quasi da drin. Und hier ist das etwas hochwertigere. Das macht aber auch so Sinn, wie ich finde. Nur meine ganz persönliche Meinung. Wahnsinn, ist das eine Riesenkiste. Ich mache jetzt mal was. Ich hole jetzt mal meinen Armer Talion. Den stellen wir mal daneben. Als kleinen Vergleich. Und tja. Ansonsten möchte ich gar nicht so viel mehr zu sagen. Schon ein krasses Teil. Bevor wir den neben den Talion stellen, zeige ich euch nochmal eben die Karo. Wir haben hier einen Schnappverschluss, der hinten in die Karosserie greift. Da kann man es gut sehen. So ist es verschlossen. Ja. Und vorne hakt man das halt einfach ein. Das sieht man da ganz gut. Und auf der Oberseite funktioniert das dann folgendermaßen. So ist es verschlossen, biegt den nach rechts und nimmt den einfach nur nach oben und dann ist er geöffnet, kann man hinten hochnehmen. Der Nachteil, den ich dadurch sehe, ist, wenn die Karo kaputt geht, ich glaube, das wird richtig, 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 richtig teuer. Aber das muss man abwarten. Ansonsten sieht man hier schön eine sehr, sehr geile, aufwendige Lackierung. Ich hoffe, man sieht den Metallic-Effekt hier in dem Grau. Sieht man das? Hoffe ich, nachher im Video. Ich habe jetzt den blauen. Die nächsten Tage werdet ihr ein Video bei German RC Playground sehen. Der hat den roten bekommen. Bestellt haben wir den, wie gesagt, nicht. Er kostet sonst normalerweise 999 Euro bei Spielzeugarten.de. Ja, da wurde er gekauft. Und ich danke recht herzlich nochmal an den Jörg für diese tolle Möglichkeit. So, ich bleibe erstmal hinter der Kamera stehen. Ich finde, hier sieht man schön diesen massiven Unterschied zwischen Talion oder Talion und X-Max. Also das ist echt schon eine richtige Hausnummer, ne? Als zweiten Vergleich nehme ich nochmal einmal meinen Senten, der zwar auf Speedrun gebaut wurde, aber ich möchte ihn doch nochmal eben dazu zeigen. Schon krass. Aber hier kann man dann sehen, wie lächerlich klein der Senten dagegen aussieht. Der Slash wäre natürlich genauso groß. Das ist echt schon eine Hausnummer, ne? Ich führe euch nochmal näher ran. Darunter sieht man 1 zu 5er Carson Porsche. Der Slash ist kleiner als die Reifen. Gut, er ist, oder vielmehr das Händen. Er ist natürlich auch extrem tiefer gelegt jetzt, ne? Aber das ist echt ein Monster. Ein Monster. So, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich immer nochmal für diese tolle Möglichkeit an den Jörg. Bis zum nächsten Mal bei der Silver RC.